Hallöchen Freunde und willkommen zu Simple Planes. Es ist mal wieder Challenge Time. Und diesmal hatte ich euch gebeten, mir ein wunderschönes Motorrad zu bauen, das vor allem auch fahren kann. Und ich bin mal gespannt, was dabei so rauskam. Ein paar Sachen habe ich natürlich schon gesehen, als ich es runtergeladen habe, aber ich versuche mal so schnell wie möglich alles hin und her zu klicken, damit ich es eben nicht sehe, sondern erst sehe, wenn ich mir das jetzt mit euch zusammen in der Folge anschaue. Aber ein paar Sachen schon waren ganz geil. Und als erstes haben wir das Bad Bike von Hunter. Okay, der Name hat jetzt irgendwie was anderes vermuten lassen. Okay. Ich bin gespannt. Es hat auf jeden Fall Stützrädchen an den Seiten. Ich bin gespannt, ob es überhaupt fährt. Okay. Wir sollten vielleicht zum Gold Prix gehen. Oder nee, komm. Wir nehmen heute mal den Mirage Speedway. So. Also WRSD geht schon mal, das ist gut. Und das fährt sogar. Finde ich ordentlich. Ich frage mich zwar, warum die Reifen hier die ganze Zeit quietschen, aber so what. Hey, das fährt sogar halbwegs gut. Okay, man sollte es nur nicht zu hart in die Kurve legen. Das Ding ist unzerstörbar. Lol. Okay. Es hat kein Cockpit, das man sich anschauen könnte, aber das wundert mich jetzt auch gerade irgendwie nicht so. Da oben fliegt ein Flugzeug. Ja, sieht eher aus wie ein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wie ein umgebauter Kühlschrank, den man auf die Seite gelegt hat. Eine Kerbe reingeschnitzt und Räder dran gemacht hat. Ich weiß nicht. Würde für mich jetzt eher irgendwie unter die Kategorie Microbike oder sowas fallen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese ganz kleinen Motorräder. So eins hätte ich übrigens gerne. Also wenn ihr eins übrig habt, schenkt's mir. genau, irgendwie so Microbike, Motorroller-mäßig. Aber so ganz genau. Immer eine Challenge-Anforderung, ich weiß ja nicht. Also Motorrad ist es definitiv nicht. Aber es ist trotzdem ganz süß. Deswegen durchfallen lassen werde ich es nicht. Aber es ist nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Aber gut, ich habe sowieso nicht von all dem, was ich bekommen habe, kann ich nicht sagen, dass das alles auf die Challenge drauf passt. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. Aber trotzdem sind eigentlich alles ganz coole Sachen dabei gewesen. So, was haben wir noch? Als nächstes haben wir das Devil's Bike vom Devil's Fish. Ich glaube, du hast geschrieben, dass das eine kleine Diva ist. Oder irgendjemand hat geschrieben, dass sein Motorrad eine kleine Diva ist, weil das immer nach links ausbricht. Aber das sieht schon mal nicht schlecht aus, ey. Das sieht richtig, richtig gut aus. Schöner Stahlrohrrahmen. Hier sogar mit einer Schwinge. Ich bin mal gespannt, ob die Schwinge funktioniert. Aber ich, naja, wobei, nee, kann eigentlich gar nicht, weil hier der Rahmen ja drauf geht. Lassen wir mal schauen. Aber die Strecke ist blöd, merke ich. Die fällt so ein bisschen ab nach links und rechts teilweise. Ich glaube, so funktioniert es besser. So, WASD funktioniert auf jeden Fall. Oh, guck mal, wie schön das fährt. Ah, sehr schön. Genau so eine Perspektive wünsche ich mir bei einem Moped. Ja, das fährt sich auch nicht schlecht. Aber ich finde es lustig, dass ja. Ich glaube, es haben wirklich, upsie. Ich glaube, es haben wirklich fast alle Einsender Stützrädchen angebaut. Aber ich glaube, das ist auch wirklich die einzige Möglichkeit, dass man ein halbwegs funktionierendes Motorrad herstellt. Ich fahre mal lieber von der Strecke direkt runter, weil das ist eh so assi. So, und jetzt gibt's Stoff. Oh, man kann den. Moment, warte mal kurz. Man kann den Ständer runter machen. Das ist ganz cool. Warte mal, das will ich mal kurz ausprobieren. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Boah, wenn man auf den Boden guckt, wird man ganz blöd im Kopf. Das tut richtig in den Augen weh.
So. Einmal Moped hochgebockt. Ja, das ist ganz geil. Also der funktioniert ja auch. Und wieder hoch. Kann sich quasi nochmal dran festhalten. Ich glaube aber, so ist es nicht gedacht. Ich schätze mal, dass es so gedacht ist. Aber Licht hat es vorne, glaube ich, nicht. Oh, das bricht aber mega schnell aus. Okay, man muss wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Ich fahre mal mit dem Joystick. Oh, ich habe eine Idee. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Oder ob ich an den Segmenten irgendwie hängen bleibe, wenn ich da jetzt gleich hochfahre. Ah. Das erste hat es überlebt. Das zweite auch. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Das dritte auch. Und... Oh mein Gott, wir sind viel zu langsam. Auch wenn die Form, also die ist, das ist ja sehr flach, das Motorrad, es vermuten lässt, es ist kein Rennmotorrad oder eins, wo man... Also weil es wirklich sehr flach ist, würde ich mich jetzt quasi da so drauflegen, um irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde zu brechen, aber so schnell ist es dann doch leider nicht. Naja, aber das ist schon mal ein nettes Teil. Das dritte ist das Motorrad von Philipp Telemann. Motorrad hat man übrigens mit 2R. Hier unten zum Beispiel. Denn Motor und Rad braucht beides ein R. So, eins mit Beiwagen. Sehr schön. Das finde ich gut. Hinten fettes Doppelrädchen, aber besteht quasi nur aus Rahmen, das gute Stück. Ich sag mal, sehr clean gehalten. Oh, das federt auf jeden Fall gut. Also diesmal eins mit einer wirklich funktionierenden Federschwinge. Das ist cool. Ja. Das funktioniert. Das geht ab. Das ist richtig schnell. Alter! Man sollte aber nicht zu doll lenken, wenn man zu schnell fährt. So, probieren wir es nochmal. Ja, das hält das locker aus. Boah, die Kamera springt manchmal so behindert hin und her bei dem Spiel. Gut. Ich glaube, ich versuche es jetzt nochmal mit dem guten Stück die Rampe hoch. Oh, das zieht ein bisschen nach rechts. Alter, ich habe wirklich nur minimal gelenkt. Das ist jetzt aber ungünstig. Scheiße, wie komme ich denn darüber? Ich beschleunige mal nicht zu doll. Dauert es halt einen Moment. Oder warte mal, nee, wir machen das anders. Komm schon. Was ist da los? Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil es eigentlich, wie gesagt, ein ganz cooles Teil. Aber alles, was irgendwie über 100 Meilen pro Stunde ist und ich lenke, hält das nicht aus. Boah, guck mal. Das hebt dann richtig ab, das Rad vom Beiwagen. So, und jetzt bremsen wir aber mal kurz. Und beim Bremsen fährt es nach links. So. Da müssen wir jetzt eigentlich nur geradeaus fahren. Und Gas. Oh, das zieht so krass nach rechts. No. Toll. Schade. Hätte ja klappen können. Nochmal. Ein Versuch habe ich noch. Oder ein Versuch mache ich noch, besser gesagt. Weil das Ding ist echt schnell. Und ich habe doch nur gebremst. Ich habe nur gebremst. Und es hat's gerade überlebt, ey.
So, ich mache noch mal den Joystick an. Ich muss es richtig von hinten sehen, das gute Stück. So. Komm schon. Hier sind jetzt halt die Hubbel echt tödlich. Oh, ich schaff's einfach nicht. Es ist zu sensibel, das gute Stück. Schade, aber an sich ganz cool. So, weiter im Text. Baduba hat mir auch ein Motorcycle geschickt. Das sieht mal gar nicht so schlecht aus. Alter Falter, das ist richtig gut gemacht. Als Vorbild hat da, glaube ich, eine Harley gedient, hast du geschrieben. Das gefällt mir echt gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Quietschenden Reifen geht so los. Licht kann man anmachen, sehr gut. Auch schöne Cockpit-Perspektive, oder was heißt Cockpit? Fahrerperspektive nenne ich es mal so. Aber auch hier quietschen die Reifen wie die Hölle. Ich glaube, da ist gerade das Hilfsrädchen abgerissen. Aber das hat anscheinend so viel Kraft, das kommt gar nicht voran. Ich finde die Felgen ganz cool. Ich weiß nicht, ob du die selber gebaut hast, muss ich gleich mal gucken. Okay, man kann im Prinzip nicht lenken. Beziehungsweise wirklich sehr, sehr schwierig lenken. Man kann nur lenken, wenn man Gas gibt. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das schiebt einfach von hinten total raus. Da hätte ich wahrscheinlich etwas weniger Power reingegeben. Also wenn ich nicht Gas drücke, kann ich nicht lenken, Leute. Das ist ein bisschen strange. Komm schon, brems. Ich würde halt gern nochmal versuchen, zumindest mit dem den Sprung zu schaffen. Aber ich komme fast nicht. Ich komme fast nicht um die Ecke. Alter. Ey, da brauchst du ja... keine Ahnung. Maschinenbaustudium, um das Ding zu lenken. Das ist ja brutal. So. Und jetzt einfach geradeaus. Also geradeaus fahren kann's. Aber so richtig schnell wird's auch noch nicht. Weil hört ihr die ganze Zeit das Quietschen? Da geht ja Kraft verloren, wenn es quietscht. Kriegt die Power nicht auf die Straße. Lol. Das ist ja richtig geflogen gerade. Aber insgesamt, also schon ein cooles Ding. Nur die Lenkbarkeit, schwierig. Aber hier auch schön mit zwei Zylindern. Auf dem Motor drauf. Hier auch die Abgasanlage richtig nett gemacht. Wobei... das nicht so ganz viel Sinn macht, weil wenn das nur zwei Zylinder hat, dürfte es eigentlich auch nur zwei Abgasrohre haben. Außer, warte mal, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Nee, die hätten irgendwie zusammengeführt werden müssen. Dann wäre es in Ordnung gewesen, quasi für jeden, also man braucht für jeden Zylinder braucht man ein Abgassystem. Quasi hier einfach dann hoch den Krümmer dran flanschen. Auf der anderen Seite dann halt auch. Und dann hätte es doppeltes Abgassystem, aber so funktioniert es nicht. Keine Ahnung, wo die hinlaufen. Ich weiß. Hier ist ein bisschen das ist jetzt technisch, aber ich habe gelernt, ich habe viel über Motorräder gelernt, als ich mal eine Zeit lang den ganzen Tag D-Max geguckt habe und American Chopper. Und da weiß ich so ein bisschen zumindest, wie ein Motorrad funktioniert. So, zwei haben wir noch. Einmal das Assault Trike von Seras. Ein Not Assault Trike, also Not, ich schätze mal in dem Sinne jetzt auch von der Farbe her, von Command & Conquer, gehe ich mal von aus. Das ist richtig gut geworden, finde ich. Ist jetzt nicht ein Motorrad, aber Seras hatte extra gefragt, ob es auch ein Trike geht. Und da habe ich gesagt, ja. Deswegen sehr cooles Ding auf jeden Fall schon mal. Boah, Alter, ist das breit. Das sah gar nicht so breit aus. Und das müsste eigentlich mega stabil fahren.
Wenn das nicht stabil fährt, würde es mich doch stark wundern. Okay, jetzt bin ich von der Strecke abgekommen, dafür kann das Amtrak nichts. Aber hier auch mit den Kotflügeln. Die Kotflügel finde ich zum Beispiel schon ziemlich cool gemacht. Kann das kämpfen? Ich schätze mal, dass hier oben irgendwie eine Waffe verbaut ist. Okay, da ist eine Bombe, eine 50er verbaut. Moment, da müssen wir gleich mal gucken. Upsi. Also. Numero uno. Damit kann man das Ding bewegen. Okay, ich sehe da auch gerade ein MG noch dran. Zwei. Zwei macht's MG an und hier so eine kleine rote Lampe. Das finde ich ganz geil. Wobei, ist gar kein MG, ist ein Laser. Drei macht eine Rakete. Vier auch. Fünf auch. Sechs. War wahrscheinlich die Bombe. Alter, was ist hier gerade passiert? Seht ihr, was gerade für eine Diashow abgeht? Das ist heftig. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich versuch's nochmal kurz. Ich schieße jetzt einfach mal dahin. Sechs. Gerade ist irgendwas unfassbar doll explodiert, dass auch mein Auto im Arsch ist. Ich habe keine Ahnung, was hier genau passiert ist gerade. Was ist das? Ist das ein Selbstzerstörungsmodus oder was? Bin gerade ein bisschen überfordert. Naja, gucken wir aber jetzt einfach mal, wieso die Fahreigenschaften von dem guten Stück sind. Ist das gefedert? Ich glaube nicht. Sieht aus wie so ein richtig schöner Skorpion, ne? Gefährlich sieht das aus. Auch das bricht relativ schnell aus, wenn man es zu doll lenkt. Aber gut, ich glaube, das haben wir mittlerweile alle verstanden. Das ist im Prinzip bei allen Simple Planes Fahrzeugen so. Ah, die Hinterachse lässt sich übrigens auch lenken, sehe ich gerade. Man darf es halt nie übertreiben. Man darf es nicht übertreiben. So. Machen wir den Joystick rein zum Lenken. Dann geht es auch so halbwegs. Gucken, wie schnell ich bin, wenn ich da oben ankomme. Gut, es ist halt so ein schwer gepanzertes Kampftrike. Das wird jetzt nicht Geschwindigkeitsrekorde brechen, aber beschleunigt sogar noch bei, keine Ahnung, 70% Steigung. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze, dass das nicht nur eine große Bombe war. Ich will das jetzt mal untersuchen gehen. Wo ist hier die Bombe? Okay, die ist irgendwo da drinne. Ich schätze mal, dass das halt irgendwie eine Selbstzerstörung sein soll, oder? Kann ja sein. Also, schönes Ding, du. Schönes Ding. Aber eins haben wir noch. Einen haben wir noch. Und ups. Das kommt von Malakuda. Der hat auch einen Trike gebaut. Sehr geil. Halt vorne zwei und hinten ein Rad. Sehr, sehr schön. Motor halt vorne. Zwei Zylinder. Richtig gut geworden. Auch hier schön mit den Leitungen. Ich schätze mal, dass das hier die Einschutzanlage sein wird. Das ist richtig gut geworden. Auch der Fahrer, den finde ich sehr, sehr cool. Gespannt, wie es fährt. Das wurde wohl in der Mitte der neuen Beta von Simple Plans gebaut. Also falls hier jetzt irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, tut mir das leid, aber ich habe die Beta noch nicht runtergeladen. Das ist immer so eine Sache für mich, weißt du? Alter, das fährt mega gut. Weil wenn ich mir die Beta runterlade und Sachen von Leuten, die nicht die Beta verwendet haben beim Bauen zeigen will, kann es sein, dass das nicht funktioniert. Und deswegen lasse ich jetzt erstmal die Finger davon. Ich glaube, es gibt einfach noch mehr Leute, die die Beta nicht verwenden, als Leute, die die Beta verwenden. Also
Aber man sieht, das hier funktioniert ja auch ziemlich gut. Und alter Falter, geht das ab. Das ist ja so krass. Das ist mega stabil, ey. Tolle Konstruktion, muss ich schon mal sagen. Also auch die Federung und alles passt. Und mit, guck mal, mit was für einer Geschwindigkeit ich hier um die Ecke rumballer. Richtig geil. Komm schon. Yes, Baby. Oh nein. Ach, verdammt, ich habe gedacht, es wird's überleben. So, gucken wir uns mal die Perspektive an. Ich finde das mit den Armen so lustig. Ich habe einen Körper, ich habe einen Körper. Okay. Es ist ein bisschen kaputtbarer als der Rest, den wir so gesehen haben. Aber das gefällt mir schon mega gut. Also alleine die Fahreigenschaften sind der Brüller. Warte mal, ich. Oder komm, ich bleib mal auf der Strecke drauf. Ich bleib mal auf der Strecke drauf. Ich darf es halt wahrscheinlich nur nicht zu krass triezen. Ah, doch, aber guck mal, ey. Das ist. Gut, ideale Linie fahren ist mit dem Ding gar nicht so einfach, aber muss ja auch nicht, wie man sieht. Gefällt mir richtig gut. Gibt Stoff, Baby. 205. Und ich komme hier locker durch die etwas längeren Kurven. 150, 160, die jetzt mal mit 120. Aber das Ding geht schon mega ab. So, machen wir mal das Licht an. Oh, verdammt. Die habe ich, da habe ich gerade zu so sehr mich aufs Interface unten konzentriert. 1, 2. Ah, guck mal, sieh mal einer an. Damit kannst du sogar blinken mit dem Ding. Was ist 4, 5, 6, 7? Naja, geht aber nichts. Okay. Also das ist mega cool, das Ding. Also von der Funktionalität her, schon meiner Meinung nach das Beste. Ich finde auch den Style einfach gut. Naja. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüssi.